Hallo zurück bei Bildungshacks, ein Format der Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir sind zurück mit neuem Look und noch mehr Hintergrundinformationen für eure Lehrpraxis. Ich bin Philly Montag, freie Journalistin aus Berlin und habe mich für euch auf die Suche nach Methoden zur digitalen Extremismusprävention begeben. Was könnt ihr tun, damit eure Schülerinnen und Schüler nicht auf die Maschen ideologischer Mobilmachung im Netz hereinfallen? Denn Radikalisierung findet vor allem im digitalen Raum statt. Welche Plattformen werden dazu genutzt und wie werden zumeist junge Menschen von extremistischen Gruppen angeworben? Eine aktuelle Recherche von Funk deckt auf, wie salafistische Influencer auf TikTok eine junge Zielgruppe erreichen. Aber nicht nur klassische soziale Netzwerke werden von radikalen Gruppen genutzt. Auch Gaming wird immer wieder mit Radikalisierung in Verbindung gebracht. Hier vor allem mit der extremen Rechten. Die Herausforderung für Bildnerinnen und Bildner: Nur wer das Vokabular hat, über Phänomene der Online-Welt zu sprechen, kann digitale Radikalisierung verstehen und ihr angemessen begegnen. Das sagt zumindest Marina Weißband. Die Publizistin und Expertin für digitale Partizipation löste mit einem Tweet eine hitzige Diskussion darüber aus, ob genaue Kenntnisse über soziale Netzwerke relevant für das Bekämpfen von radikalen Gruppen seien. Aber kann der digitale Raum auch dazu genutzt werden, um Jugendliche vor Extremismus zu schützen? Und was gilt es dabei zu beachten? Das wollte ich von einem Experten wissen. In der Prävention von Extremismus geht es nicht so sehr darum, sich mit konkreten Akteuren wie dem Dritten Weg oder dem Islamischen Staat auseinanderzusetzen, sondern es geht darum, sich die Frage zu stellen, welche Motive, welche Interessen, welche Bedürfnisse werden von diesen Akteuren bei Jugendlichen und bei jungen Erwachsenen bedient. Das heißt, in der Bildungsarbeit wird sich sehr schnell herausstellen, dass es Jugendlichen um Identität, um Zugehörigkeit, um Anerkennung, um Repräsentation, um Selbstwirksamkeit geht. Und auf der Suche nach diesen Angeboten landen sie eben auch bei extremistischen Akteuren. Für die Präventionsarbeit bedeutet das, welche Angebote als Gesellschaft, als Schule, als Jugendarbeit wir machen können, die attraktiver sind als das, was Jugendliche bei extremistischen Akteuren beispielsweise in sozialen Medien finden. Das Internet spielt für Radikalisierung eine große Rolle, weil es den Zugang zu extremistischen Inhalten erleichtert und man mit ein, zwei Klicks auf den Angeboten von extremistischen Akteuren landet. Das heißt, auch für die Präventionsarbeit muss man sich Gedanken machen, wie man Inhalte in den sozialen Medien mit berücksichtigt. Und vor allem geht es aber auch darum, Jugendlichen zu zeigen, wie sie selber in sozialen Medien mit ihren Stimmen, mit ihren Interessen aktiv werden können, wie sie sich dort einbringen können, um dort beispielsweise Selbstwirksamkeit und Repräsentation zu erleben. Angebote schaffen zur Selbstwirksamkeit. Wie kann das denn in der Praxis aussehen? Also wie können Lehrende gemeinsam mit Lernenden aktiv werden? Also in unserer Arbeit mit sozialen Medien geht es beispielsweise darum, sich mit Fake News auseinanderzusetzen, mit Desinformation, mit Verschwörungstheorien, das ist das eine. Und es geht aber auch darum, Jugendlichen selbst zu zeigen, wie sie beispielsweise mit Memes oder mit Videos oder auch mit Audioformaten mit ihren Interessen sichtbar werden können. Das heißt, wie sie den gesellschaftlichen Diskurs, wie sie die Debatte mitprägen können. Wenn wir etwas selbst machen, lernen wir eben am meisten und sind dann hoffentlich auch besser gewappnet gegen Extremismus. Wo wollen wir zukünftig lernen und lehren? Diese Frage wird in der Bildungswelt immer wichtiger, vor allem wenn es um hybride Lernkonzepte geht. Deswegen widmen wir uns in der nächsten Folge dem Thema Lernräume. Bis dahin freuen wir uns über Feedback und Kommentare per Mail, Twitter oder Instagram.